And now, Mrs. Harms. Geehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir heute in die Verhandlungen zu dieser sehr schwierigen Resolution gehen, möchte ich eins noch mal nach vielen Debatten mit Vertretern des türkischen Parlaments sagen. Ich und meine Fraktion und die Mehrheit dieses Hauses wollen, dass der Coup in der Türkei aufgeklärt wird. Und wir sind für die rechtsstaatliche Bestrafung derjenigen, die man in fairen Verfahren in ihrer Verantwortung überführt. Was für uns nicht zumutbar ist, ist, dass von uns jetzt verlangt wird, dass wir Massenverfolgung, Massenverhaftung, unverhältnismäßiges Vorgehen gegen alle kurdischen Politiker, gegen jeden, der irgendwie in der Nähe der Gülen-Bewegung steht, gegen Richter, die unabhängige Urteile fällen oder gegen Journalisten, liberale Journalisten, gegen Schriftsteller, die sich eine freie Meinung in dieser ganzen Auseinandersetzung bilden, dass wir das Vorgehen gegen die als Teil der Aufklärung akzeptieren. Die Entwicklungen in diesen letzten Wochen, die sind, glaube ich, für uns alle so, dass wir gesagt haben, es kann in den Beziehungen zur Türkei nicht weitergehen wie vor diesem Absturz in eine Situation, die mit Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun hat. Und deswegen hat sich in der Mehrheit dieses Hauses die Auffassung durchgesetzt, dass das Einfrieren der Verhandlungen mit der Türkei auf Mitgliedschaft, dass das ein angemessenes Reagieren ist. Ich muss Ihnen dazu sagen, ich war in der letzten Zeit oft in der Türkei. Ich bin immer wieder erschrocken. Zuletzt die Verhaftung von Ahmet Türk, einem hochrespektierten Mann, der für den Friedensprozess steht und der Bürgermeister dieser multikulturellen, vielsprachigen, multireligiösen, wunderbaren Stadt Mardin ist. Ich bin wirklich schockiert, was da passiert. Und trotzdem fällt mir es schwer, mir die Zukunft vorzustellen. Also ich bin für das Signal, dass wir mit dieser Resolution an die Türkei geben. Ich will aber gleichzeitig sagen, an den ehemaligen Präsidenten Gül zum Beispiel gerichtet, an den ehemaligen Premier Davutoglu gerichtet, an alle unsere Kollegen im türkischen Parlament gerichtet. Das, was uns geleitet hat in der Türkei-Politik, nämlich dass wir Frieden und Sicherheit und Demokratie für die europäischen Bürger und für die türkischen Bürger erreichen wollten, das leitet mich immer noch. Und ich möchte, dass wir nicht aufhören, Dialog und Verständigung mit der Türkei zu suchen. Ich sage Ihnen das hier an dieser Stelle das letzte Mal in meiner Funktion als Fraktionsvorsitzende der Grünen Fraktion EVA. Und es wäre für mich sehr traurig, wenn nach 12 Jahren Engagement in der Türkei-Politik wir sämtliche Brücken in die Türkei verlieren würden. Es wäre für mich auch deshalb sehr traurig, weil in allen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen mit türkischen Oppositionellen, Dissidenten geführt habe, in allen diesen Gesprächen wurde appelliert, haltet den Dialog offen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, auch hier aus der ersten Reihe in anderer Funktion. Mrs. Harms, there is a blue card from Mr. Van Dalen. Are you ready to answer? Yes. Mr. Van Dalen. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, net zoals de andere fractievoorzitters in dit huis, begon mevrouw Harms zo flink ons allemaal eens even weer vertellen over de weerzinwekkende daden die meneer Erdogan heeft ondernomen de laatste tijd. En ook sprekers voor haar hebben dat keer op keer benadrukt. Maar dan toch, dan komt dat weer op, we willen dialoog en dus gaan we bevriezen. Welke dialoog is er? Meneer Erdogan is doof voor Europa. Gaan zijn eigen gang. Arresteert wie die wilt. Zet minderheden weg. En ik waar net zoveel als u in Mardin. En ik heb in Mardin te horen gekregen, deze man moeten we mee weg. Dus mijn vraag is, waarom niet kappen met deze toetreding? Ik
Ich traue mir im Moment nicht zu, ja, die Perspektive zu beschreiben für das EU-Türkei-Verhältnis. Aber man muss auch mal in die Zukunft denken können. Und ich bestehe darauf, dass das wirklich auch in unserem Interesse ist, dass die Türkei eine rechtsstaatliche Entwicklung nimmt, dass wir in der Nachbarschaft eben möglichst dort, aber auch in anderen Teilen, die von Herrn Verhofstadt angesprochen worden sind, dass wir da eben demokratische Staaten haben, weil das auch immer für uns und unsere Leute die größere Sicherheit garantiert, weil das zum Beispiel im Fall der Türkei, wenn man in die größere Region denkt, in die Nachbarschaft der Türkei hineindenkt, weil eine demokratische Türkei tatsächlich auch in der ganzen Region eine andere stabilisierende Wirkung hätte. Und deshalb Dialog und Verständigung darf man nie und unter möglichst keinen Umständen aufgeben oder unversucht lassen.